Das Kids Lab in Mulhouse ist ein wahres Lego-Paradies. Was hier gebaut wird, ist Lego für Fortgeschrittene. Denn die Kinder erschaffen aus den Bausteinen Roboter und programmieren sie im Anschluss. Doch bis ein Lego-Roboter tatsächlich die Bewegungen ausführt, die er soll, ist es ein langer Weg. Wir sind heute deshalb von Anfang an mit dabei. Die Sensoren, euer Gehirn und der Motor. Jedes Kind bekommt einen Baukasten mit den verschiedenen Einzelteilen, aus denen einmal ein Roboter werden soll. Als Vorbild dient dabei der menschliche Körper. Die Sensoren sind eure fünf Sinne, die Motoren sind eure Muskeln und Arme und euer Gehirn wird durch einen programmierbaren Computer ersetzt. Damit der Roboter sich im Raum zurechtfindet, braucht er künstliche Sinnesorgane, denn Augen hat er schließlich keine. Ich bringe gerade das Kabel für den Ultraschallsensor an. So erkennt er die Entfernung zu anderen Legosteinen. Steht das Grundgerüst, geht es für Claire und ihren Roboter auf das Testgelände. Ihre Mission? Die Lego-Astronauten wieder zurück zur Erde bringen. Und das ist schwieriger, als es aussieht. Weil ich zu viele Umdrehungen programmiert habe, hat er sich zu weit nach vorne bewegt. Und jetzt muss ich einstellen, dass er nicht so weit fährt. Es braucht ein paar Dutzend Versuche, bis es ihr gelingt, zumindest einen der beiden aufzugabeln. Denn die richtige Programmierung muss geübt sein, bestätigt auch Adam. Sein Roboter soll hier eine Schachtel schließen, schafft es zum Teil, aber nicht ganz. Vorhin hat es gut funktioniert, aber jetzt weiß ich nicht, wieso es nicht mehr klappt. Wenn der Programmiercode ungenau ist, geht es nicht weiter. Aller Anfang ist schwer, da kann es schon mal krachen. Der hat Glück, der Roboter. Aber aus Fehlern kann man lernen. Und mit Spaß noch viel besser, findet auch Eric Hubert, der das Projekt vor 7 Jahren ins Leben gerufen hat. Wir wollen eine angenehme und spielerische Umgebung schaffen, damit sich die Kinder positiv daran erinnern. Wenn sie ein gutes Bild von der Wissenschaft und Technik haben, kann das ihre Berufsentscheidungen beeinflussen. Einer seiner ersten Schüler war Hippolyte. Heute studiert er Informatik und Elektrotechnik. Ab und zu hilft er seinen Nachfolgern beim Programmieren. Ich war schon immer an der Technik und Robotern interessiert. Alles, was sich drehte, hat mich, als ich klein war, fasziniert. Damals haben wir zum ersten Mal an einem Wettbewerb teilgenommen, bei dem wir mit einem Roboter eine Kerze löschen mussten. Wir haben viel Zeit damit verbracht, den Roboter zu programmieren, um die Kerze zu löschen. All diese Probleme, die wir lösen mussten, haben mir gezeigt, dass wir mit Hilfe der Wissenschaft und der Robotik den Alltag der Menschen erleichtern können, auch wenn es damals nur um das Löschen einer Kerze geht. Auch im kommenden Jahr werden einige Schüler des Kids Lab erneut bei dem Lego-Roboter-Wettkampf antreten. Und wer weiß, vielleicht schaffen sie es ja, den Titel für das elsässische Team zu holen.